Ja, hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play oder sollte ich Let's Test oder Let's Whatever nennen zu Solar 2. Das habe ich mir gekauft über Steam, weil ich es lustig fand und ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und ich erkläre euch mal, um was es geht. So, wir fangen hier an mit einem kleinen Planeten. Das ist nicht richtig, wir fangen von ganz vorne an. Wir sind am Anfang nämlich ein kleiner Asteroid und haben hier quasi eine endlos große Welt an... ein endlos großes Universum. So, und wenn wir jetzt hier unsere kleinen uns gegen andere Asteroiden hauen, dann gewinnen wir an Masse. Und zwar, das hier ist unsere Masse. Das andere, was ihr jetzt da seht, das wären Quests, die wir erledigen können. Wir haben jetzt hier eine Masse von 7. Und ihr seht, je nachdem, wie viele Asteroiden wir jetzt sammeln, umso größer werden wir an Masse und können dann irgendwann zum kleinen Planeten aufsteigen, wie dieser kleine, lustige, diese weiße Anzeige schon sagt. Das machen wir jetzt einfach mal und wir smashen jetzt hier einfach so lange rum, bis wir hier, genau, zum Planeten sind. Jetzt sind wir in dem Planet und jetzt haben wir natürlich einen eigenen Orbit und können... andere Asteroiden, die natürlich eine wesentlich kleinere Masse haben als wir, in unseren Orbit nehmen. Wir können, wenn wir es denn möchten, auch Planeten in unserem Orbit haben und, ich probiere es jetzt mal, die einfach auch mit Asteroiden füttern. Dann gewinnen die nämlich auch an Masse und können auch irgendwann aufsteigen. Das wird noch interessant für später. So, wir können hier diese ganzen Asteroiden aufnehmen und gewinnen dadurch wieder Masse. Ja, und ihr seht schon, das ist quasi ein... ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Man wird quasi immer größer und immer größer. So, das machen wir jetzt einfach mal. So, ich muss mal schnell schauen. L, genau. Also, und wenn wir dann irgendwann groß genug sind, das zeige ich euch noch gleich, steigen wir jetzt als nächstes zum Life vom Planeten auf. Immer wenn man übrigens irgendwo dagegen stößt, verliert man Masse. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, man sollte nicht wahllos in irgendwelche Sterne oder andere Planeten reinfliegen. Außer man hat ein Schutzschild. Den wird man übrigens ab dem nächsten, also ab dem Life Planet, ab dem Lebensform Planeten bekommen, wenn man denn, wenn sich da Leben drauf entwickelt. Wo man auch noch ein paar andere Sachen kriegt, die ich jetzt gleich zeigen werde. Ich hoffe, ich habe es jetzt gleich, dass es nicht zu lange dauert hier. So, wie gesagt, das ist so ein nettes Spiel für zwischendurch. Ich habe mir das gekauft, das war billig, das war glaube ich sogar im Angebot. Und je nachdem, wie wir hier vorbeigehen, haben wir natürlich jetzt hier auch ein anderes... Ah, jetzt sehen wir es. Also das wäre jetzt erstmal ein Quest. Wenn wir jetzt da reingehen, passiert irgendwas. Das wollen wir aber noch nicht. Hier sehen wir den ersten Stern. Und hier seht ihr schon dieser lilane Planet. Der hat jetzt ein Schutzschild und hat diese zwei... Und tut jetzt quasi die mit aus diesen zwei komischen Knubbeln, die er da hat, diese Raumschiffe da aussehen. Die können für uns kämpfen. Oder, wie gesagt, beim Gegner halt nun mal gegen uns. So, jetzt sehen wir auch einen Live-Planet. Jetzt entwickelt sich erstmal ein bisschen Leben bei uns. So. Und jetzt geht es natürlich weiter. Und das ist eigentlich ein, wie gesagt, recht simples Spielsystem. Gefällt mir persönlich aber eigentlich recht gut. Es macht so Laune, wenn man einfach mal so nichts zu tun hat. So ein bisschen einfach so hier durch die Galaxis schlendern und einfach mal hier so ein Riesenplanet werden. Ich zeige euch später noch einen Spielstand von mir. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Und zwar... man kann ja, wie ihr vorhin gesehen habt, im Auswahlbildschirm auch ein Stern werden. Das wäre das nächste, was wir hier erreichen. Too small ist da. So, jetzt seht ihr hier einmal die Anzeige, too small ist da. Das erklärt sich. Dann sehen wir das Shield. Das ist jetzt quasi unser, ja, unser, wie es schon sagt, Schild. Ja, da können wir jetzt quasi gegen irgendwelche Objekte stoßen oder irgendwelche Gegner greifen uns an. Und wir nehmen keinen Schaden, sondern das Schild geht runter. Das ist recht praktisch, denn wenn nämlich irgendwo mal was kommt, wo man gerade durchfliegt und man bleibt da mal so ein paar Planeten hängen, dann ist eine Evolutionsstufe ziemlich schnell weg, wenn man das nicht hat. Deswegen gibt es, wie gesagt, diese Schilde eine ganz sinnvolle Sache. So, wir haben unser Schild voll und wir haben unsere ersten grünen Schiffchen. So, das ist jetzt ein Gegner, den könnten wir jetzt plätten. Wir haben auch jetzt hier so ein grünes Schiff, der Raketen schießt, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, wir machen erstmal weiter.
Ich sage jetzt einfach mal, wir probieren jetzt einfach mal so schnell wie möglich zum größten, was es geht, aufzusteigen. Ob das jetzt in der Zeit dieser Aufnahme klappt, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ich glaube, mein schnellstes waren irgendwie 17 Minuten. Das passt leider nicht alles in ein Video. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich habe jetzt schon ziemlich viel geredet und ziemlich viel Zeit vergeudet. Und ich hoffe, ihr hört jetzt meine Taste nicht scheppern. Ja, das ist immer die L-Taste. Die ist dafür da, um die ganzen kleinen Planeten gleich auf einmal zu absorbieren, ohne jeden einzelnen quasi einzeln anklicken zu müssen, sozusagen. Das Ganze spielt sich jetzt hier mit Tastatur. Also ich auf jeden Fall Tastatur. Ich habe jetzt, ich habe es auch mal mit Gamepad gespielt, aber das war mir jetzt zu umständlich, das alles wieder umzustellen. Funktioniert mit Tastatur sehr gut. Macht eine Menge Spaß. Und jetzt hoffe ich doch mal, Orbit, komm, Orbit. Orbit, yeah. Okay, wir sind der erste Planet, jetzt hat sich wieder eine Eigenschaft geändert, und zwar, jetzt haben wir so viel Masse, dass wir Planeten anziehen können. Allerdings keine Asteroiden mehr. Die Asteroiden können aber, wie gesagt, von Planeten angezogen werden. Das heißt, unsere Planeten, die wir jetzt hier haben, zum Beispiel der, kann jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, auch Asteroiden aufnehmen. Jetzt sind wir gerade in der Nähe von irgendeinem anderen, da verpissen wir uns jetzt mal schnell, weil wir wollen ja hier schnell machen. Da haben wir jetzt noch einen. Jetzt haben wir die maximale Anzahl an Planeten. So, die können wir auch absorbieren, und das machen wir quasi immer den schwächsten. Dadurch steigen wir natürlich auch wieder auf in der Masse. Und das ganze Spiel läuft eigentlich nach dem Prinzip. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Man kann es jetzt entweder so machen, man sagt jetzt, okay, ich möchte jetzt hier einfach so schnell wie möglich ein großes schwarzes Loch werden. Oh, das geht. Das machen wir, das versuchen wir jetzt auch einfach mal. Und nachher werde ich euch den Spielstand zeigen. Und zwar, wenn man es ein bisschen übertreibt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt ein großer Stern sein mit vielen Planeten, hast du nicht gesehen, dann geht das natürlich auch. Oder man möchte sagen, ich möchte jetzt einfach bloß ein Planet sein, der wo einfach eine Milliarde Asteroiden hat. Das funktioniert auch. Davon habe ich jetzt allerdings keinen Spielstand. Da müsste ich mir erst, das müsste ich erst machen. Das hatte ich zwar schon mal, aber ich habe es leider nicht abgespeichert. Und natürlich immer ganz sinnvoll, dass man immer einen Planeten, oder jetzt in dem Fall, wenn wir einfach nur größer werden wollen, dass man wenigstens ein paar Planeten hat, die man sich in der Rückhand behält und nicht gleich alle weghaut. Denn umso mehr Masse der Planet hat, den wir absorbieren, umso mehr Masse kriegen wir dann natürlich von ihm auch. Das heißt, wir können auch im späteren Verlauf können wir das auch machen. So, jetzt sind wir zum Medium Star aufgestiegen. Und ich bin gespannt, was sagt die Uhr? 8 Minuten. Okay. Das könnte zumindest für einen größeren, kleineren Stern reichen. Könnte es. So. Ich absorbiere jetzt den mal auch. Weil wir wollen ja einfach nur größer werden. Zack, zack. Okay, das ist das Problem, was ich gesagt habe. Wir haben natürlich eine Anziehungskraft als Stern. Und das ist dann nicht so einfach teilweise, wenn man zu nah an Objekten dran ist, die quasi in seine Umlaufbahn zu bringen. Denn man muss wirklich sie in die Umlaufbahn einfangen und nicht nur einfach auf sie zufliegen. Denn dann stoßt ihr mit denen zusammen, und ihr seht ja, wir sind ein mittlerer Stern, wir haben kein Schild. Wir können jetzt aber 6 Planeten in unserem Orbit quasi oder whatever in unsere Umlaufbahn ziehen. Orbit ist das falsche Wort, Umlaufbahn war richtig. Und da können wir dann also quasi noch ein viel größeres Sternsystem bilden. So, der entwickelt sich auch schon, den werden wir jetzt aber gleich opfern. Ich finde jetzt hier keine Planeten mehr, leck mich doch am Arsch. Ich hatte letztes Mal so viel Glück, da ist noch einer, den schnapp ich mir. Schnapp sie dir alle! Yeah! Oh Mann, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Schnapp sie dir alle! Solar 2, yeah! Yeah! Und jetzt sind wir auch tatsächlich schon zum großen Stern herangewachsen. Das sieht ganz gut aus, und man sieht jetzt hier, umso größer wir werden, umso mehr ziehen wir die Objekte, die um uns sind, an. Das heißt, wir kriegen eine immer größere Anziehungskraft. Das ist natürlich ganz klar, unsere Masse ist natürlich jetzt im Vergleich zu am Anfang, wo wir noch 7 hatten von unserem kleinen Asteroiden, natürlich enorm gewachsen. Und das innerhalb von einer kurzen Zeit. So, jetzt sehen wir ein ganz interessantes Sternsystem, und zwar mit 4 gleichzeitig, das sind also 4 aneinander gekoppelte. Das zeige ich euch auch auf jeden Fall noch.
Ich suche jetzt hier nur verzweifelt den nächsten Planeten, den ich absorbieren kann. Da ist einer. Yeah. Und ich würde sagen, ich sammle jetzt einfach mal... Nein, 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 ich will da nicht rein. Ah, sonst würde ich irgendeinen Quest anfangen und auf einmal schießen lauter Leute auf mich und so. Das würde mich nicht freuen. Muss ich sagen, wie es ist. Da ist noch einer. Oh, den haben wir nicht mitgenommen. Oh, crap. Oh, crap, oh, crap, oh, crap. So, jetzt kommt er schon in Richtung. Und jetzt haben wir ihn. Jawohl. So, ich bin mal gespannt, ob und wie wir das in der Zeit noch schaffen können und wie groß wir werden können. Ansonsten werde ich einfach zwei Parts machen und euch das dann noch alles zeigen. Und ja, ne?